Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Noch die zweite Runde am Samstag. Ja, dann kochen wir erstmal was Gescheites zu essen. Ja, das ist schon ein Träumchen, da hat er recht. So. Dann werden wir jetzt mal nochmal den Hund streicheln. Dann denke ich, werde ich mich bei den nächsten Videos mehr auf die Story konzentrieren. Wir müssen ja ehrlich sein. Es wiederholt sich schon in der Online-Variante. Also es macht mir nach wie vor Spaß. Also, das ist schon einfach ein fantastisches Spiel. Aber die Story, da müssen wir weiterkommen. Und natürlich werde ich hier täglich mal kurz reinschauen und eine Aufgabe erledigen, damit mir meine Serie nicht abreißt. Aber videotechnisch, denke ich, werden wir uns dann ein bisschen mehr auf die Story versteifen. So, jetzt werden wir nochmal eben hier eine Schatzkarte öffnen. Ah, Schatzkarte, da. Ah, Flussbiegung. Ja, die machen wir mal auf, das ist nicht weit von hier. Da geht's gleich hin. Aber wir schauen erstmal, ob wir hier oben noch Sammlerstücke finden. Es sieht nicht danach aus heute. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch keine Lust, eine Karte zu öffnen. Ich werde es nicht tun. Ja, das gibt's doch nicht. Hier ist mal gar nichts. Dann. So, für alle die, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Und vor allem vielleicht auch, was euch mehr interessiert, eher online. Hier sammeln wir mal ein bisschen was ein. Ob eher online oder eher Story. Aber ich denke, online, wie gesagt, sind massenhaft Videos online auf diesem Kanal. Und wie gesagt, die Herausforderungen wiederholen sich ja auch. Und dann sieht man schon, wie macht man was. Hier ist die Ackerminze, die wir nur heute noch sammeln sollen. 5 Stück. Oh, das kriegen wir hin. Wir reiten da gleich noch hinten zu der anderen Hütte. Und dann kommen wir, glaube ich, nochmal an Ackerminze vorbei, deswegen. Und das Gold. Ich glaube, hier unten ist auch noch was, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber das Gold, das wollen wir ja nicht liegen lassen, ne? Das sind 0,2 Barren. Das ist eine Menge. Ja, das brauchen wir ja nicht. Ob wir hätten, komm mal. Das Taschenhörnchen nehme ich aber auch noch mit. Raus. Es ist unglaublich. Aha. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt. Müssen wir gleich noch zum Hehler, zur Emerald Station. Da könnten wir dann Glück haben, dass der legendäre Bison wieder auftaucht. So, und in diese Richtung, meine ich, gibt es auch noch Ackerminze. Da ist sie. Haben wir die 5 Stück gesammelt.
Aha. Damit sind wir mit den Sammler-Herausforderungen auch durch. Sehr gut. So, jetzt noch eben den Schatz organisieren hier. Und dann von der Zeit her, denke ich, geht's zur Emerald Station. Da könnte der Bison dann auftauchen. So, das Schatzgebiet ist ja immer deutlich größer als das für Sammlerstücke. Ist der Schatz. Aber das Bärchen hier, das nehmen wir auch noch mit. Ich finde, das vibriert hier schon relativ stark. Jetzt wird es gefühlt weniger. Was ist das denn hier? Weil ich übersehe das ja schon mal gerne, ne? Gefunden. Oh, 1,44 Goldbarren. Das ist ordentlich. Da kann man nicht meckern. Auf zur Emerald Station. Da hinten ist wieder die Dame. Das. Lassen wir mal. Das muss ja auch nicht sein. Wir können ja nicht, wir können sie heute nicht alle retten. Definitiv nicht. So, auf zum Hehler. Jetzt machen wir erst die Sache mit dem legendären Bison. Da hinten ist es. Also, Pheromongeschichte raus. So. Kamera raus. Ist voll, das ist egal. Da seht ihr es. Erledigt. Oh, das war's. 9 Rollenherausforderungen für heute durch. Ja gut, mit den legendären Tieren muss man Glück haben. Oh, hahaha. Ja, sorry. Falschen Knopf gedrückt. Da hatte ich die Kamera noch offen. Und dann öffnet er den Social Club.
Und das dauert immer ein bisschen. So. Drei Sachen sollen wir verkaufen. Wir hauen alles raus. Come across a few of these myself. Pleasure doing business. Ja, hier ist nichts mehr zum Ausbuddeln. Oh. Der legendäre Bison ist noch da. Ja, dann. Nehmen wir lieber den Pelz mit, oder? Denn da haben wir im Lager ja erheblich mehr von, wenn wir das machen. Ja gut, hätten wir vorhin so viel Glück gehabt, muss man ehrlich sein, hätten wir die Rollengeschichten auch erledigen können, alles in einer Folge, aber das weiß man ja nicht. Oh, dann ist hier heute noch ein Sammlerstück. Das nehmen wir auch noch mit, jetzt haben wir jede Menge Zeit. Ja, wie gesagt, ich werde mich dann demnächst ein bisschen mehr der Story widmen. Schreibt mir bitte, wie ihr das findet, ob was euch da mehr interessiert, aber wie gesagt, dann kommt mal ein bisschen mehr Abwechslung in die Sache. Denn da ist noch so viel zu tun. So, jetzt reiten wir hier noch die üblichen Stellen ab. Ach, hier so ein Gürteltier müssen wir uns ja auch noch organisieren. Ja, das machen wir auch. Ah, bin ich selbst schuld. Aha. Dann ist auch hier heute noch ein Sammlerstück. Bisschen Schmuck können wir auch noch mitnehmen. Dann reiten wir mal ein bisschen mit Arthur durch die Prärie, oder? So, das Pferdchen füttern. So, jetzt haben wir ja aber auch Gold satt, ne? Zum Lager. Und da seht ihr es. Haben wir Platz genug für Materialien. Das bringt einen schon ordentlich nach vorne. So ein legendäres Tier. So, wir schauen mal eben. Was haben wir noch offen? Also, da ist es. Das Gürteltier. Und da versuchen wir jetzt unser Glück. Das Gold, das hätte ich noch gern. Ah, da, denke ich. Könnten wir Glück haben. Ist ja auch jetzt nicht so meine Gegend. Ne? Ist mir ja hier zu trostlos. So, erstmal umziehen. Und dann mal schauen, ob wir hier so ein Gürteltier finden. Bestimmt auch eine Uhrzeitfrage, oder? Aha.
das ist ein Dachs. Nehmen wir aber auch mit. Ja, kann man immer gebrauchen. Mal die Augen offen halten. Wachteln für die Tasche nehmen wir auch noch mit. Wer weiß, was morgen dran ist, ne? An Aufgaben. Aber wie gesagt, da werde ich mich jetzt mehr um die Story kümmern. Aber na klar, damit die Tagesserie nicht abreißt. Mache ich dann vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, 15-20 Minuten Video. Aber dann werde ich mich nicht mehr drauf versteifen, die neuen Rollenherausforderungen zu erledigen. Was läuft da? Okay, Nase. War so ein Gürteltier. Ja gut, da muss man jetzt Glück haben, ne? Hasensatt. Hier auskennen würde in der Gegend, ne? Ja, dann nehme ich auch mit. Wenn man sich hier bloß auskennen würde. Und das meine ich, jetzt läuft einem doch wieder die Zeit davon. Ne? Und dadurch, dass es ja hier alles ungeschnitten ist, also sonst, klar, sonst könnte ich hier einfach lustig aufnehmen und schneide das dann im Nachgang. Aber das ist ja eben nicht so. Ich quatsch das ja direkt drauf. Kein Gürteltier weit und breit, das ist ja nicht mehr normal. Sonst ist ja auch schon mal die Madame hier und ich meine, da habe ich dann schon das ein oder andere Gürteltier gesehen. Tja, aber wie viel Zeit nimmt man sich da, ne? Ja, aber dann locker. Das gibt's doch nicht. Ich weiß auch nicht, machen die irgendwelche typischen Geräusche oder so? Man sagt, Mensch, hier. Wenn du das hörst, dann ist ja irgendwo eins. Also
jetzt echt hier mit Hasen? Die sind ja satt hier. Überfallen. Da mische ich mich aber mal nicht ein. Das sind 0,2 Goldbarren, die wir liegen lassen, wenn wir es jetzt kein Gürteltier finden hier. Tja. So, was ist hier noch? Hase. Silberdachs. Aber 3 Sterne, den kann man ja auch nicht einfach so hier sitzen lassen. Tja. Dann muss ich euch enttäuschen. Kein Gürteltier zu finden hier. Denke ich, ist falsche Uhrzeit. Ne? Ich hatte das mal in der Story, wo ich dieses erste Mal gespielt habe. Und da ging es darum, dass das Tierchen, was ich da brauchte, sogar perfekt sein muss. Ich habe nichts gefunden. Da bin ich auch gefühlt tagelang durch die Gegend geritten. Und dann hat man echt das Gefühl, das macht das Spiel mit Absicht, ne? Aha, noch ein Pflänzchen. Ja, nichts zu reißen. Ich denke, es ist die falsche Uhrzeit. Kojoten. Aber Gürteltiere. Mangelware. Nichts zu machen. Spare ich mir auch. Was haben wir da? Aha. Wüstenleguan. Kommen die jetzt raus erst um die Zeit, oder was? Vielleicht kommen die Gürteltiere dann auch. Schwierig, schwierig hier. Kabelböcke. Unglaublich. Da ist es. Gut, dass wir nicht aufgegeben haben. Jetzt können wir beruhigt Schluss machen. Da ist es. Es hat geklappt. Ab nach Hause. Ich hätte mich auch echt geärgert, ne? Also 0,2 Goldbarren.
Ja, und dann gucken wir mal. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder 25 Minuten. 5 Minuten lang ein Gürtel dir gesucht, hier. Irre. So, das war der zweite Teil am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und gebt mir bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.